So, heute gehen wir Folgendes ein, und zwar auf den, nicht auf den Touch-Sensor, sondern auf den M7-Prozessor. Ich habe jetzt hier eine App, die heißt Argus, okay, und die macht Folgendes. Die tut, also ich habe die App seit letzter Nacht, darf ich sie eintragen, und obwohl ich das halt quasi erst seitdem habe, hat der M7-Prozessor dennoch schon seit einer Woche ungefähr, seit dem 19. September, das war halt Sonntag, ich habe es einen Tag davor bekommen, speichert der mittlerweile schon, wie viele Schritte ich am Tag mache. Und muss dann Folgendes dazu sagen, ich habe dann eingegeben, wie groß ich bin und wie viel ich wiege. Und daraus rechnet der sich dann, wie viel Kalorien ich am Tag verbraucht habe. So. Die Schritte zählt er ganz einfach, das ist eigentlich gar nicht so schwer. Das sind jetzt 7865. Nimm es mal in die Hand, dann lauf mal zwei Schritte. Bla 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 bla. Hab's jetzt in der Hand gehabt. Das sind immer noch gleich viele. Aber oft ist es so, jetzt läuft er gerade nach und hat es jetzt geupdatet. Ich weiß nicht, ob es genau so viele Schritte waren. Naja, auf jeden Fall sehe ich dann jetzt quasi hieran, hier an der Seite, sehe ich, wie viele Schritte ich wann und welche Uhrzeit genau gemacht habe, also wo ich am meisten gemacht habe. Ich war zum Beispiel heute Nacht schlafen, so wie die meisten Menschen, und habe dann dort natürlich keine Schritte gemacht. Und dann am Morgen bin ich dann erst dazu gekommen, bin dann in die Stadt geradelt und da habe ich dann auch Folgendes gemacht, habe mir das dann per GPS tracken lassen, das erzähle ich gleich noch ein bisschen mehr, und dann bin ich noch zu einem Freund gefahren und am Abend natürlich nicht mehr so viel gelaufen. Ich habe jetzt als Tagesziel 6000 Schritte gemacht, das kann man sich setzen, und habe jetzt quasi als Tagesziel 6000, habe jetzt 7871, also habe ich hier den Pokal quasi, habe es erreicht. An anderen Tagen, wo ich bloß so und so viel gelaufen bin, das waren auch über 6000, keine Ahnung, warum ich an dem Tag bloß 1113 Schritte gelaufen bin, kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich an dem Sonntag, wenn es der Sonntag ist, so faul war, weil ich meine, ich bin da irgendwo auch im Zug gesessen oder so. Und vor allem auch nicht nachts um die Uhrzeit. Aber keine Ahnung, das kann ja auch gut sein, dass der, das waren dann halt genau da 7 Tage, der speichert das ja immer eine Woche, der M7-Chip. Und dass es halt dann da eine Woche rum war. Okay. Aber man sieht dann hier, das Tagesziel wurde halt nicht erreicht. So. Man kann sich zusätzlich dann noch zum Beispiel Folgendes machen. Man kann Cycling heißt das jetzt hier, Running, Yoga, Walking. Kann dann verschiedene Aktivitäten noch reinbringen. Das heißt, wenn ich jetzt Fahrrad fahren gehe, sage ich einfach, er soll jetzt starten, habe GPS an und er trackt einfach die Route, okay? Das Dumme war jetzt nur, ich weiß nicht, ob ich es falsch eingestellt habe in den Einstellungen, er hat jetzt einfach, das nicht verstanden. Man konnte das doch groß machen, ja genau. Hat das nicht verstanden, hat jetzt einfach hier einen Weg, zack, boom, geradeaus zu... Ich weiß nicht mal, wo das ist, da bin ich nicht hingefahren. Ich bin irgendwo weiter da drüben gewesen oder so. Einfach zack und da. Und das stimmt ja nicht. Das heißt also, das hat sehr schlecht quasi funktioniert und das ist schade. Kann sein, dass ich es falsch eingestellt habe, da bin ich mir nicht ganz sicher. Muss ich nur schauen. Bei iOS 7 gibt es ein paar Häkchen mehr beim Datenschutz und Ordnungsdiensten und Hintergrundaktivitäten. Daran könnte es eventuell liegen. Aber wird sich sicher noch zeigen und das wird dann auch alles reingerechnet. Und dann jetzt hier zum Beispiel die 120 Schläge pro Minute für Dings war nach dem Radeln. Bei uns geht es einen steilen Berg hoch und dann hatte ich ungefähr 120 Schläge pro Minute. Ich wollte wissen, ob es sich auswirkt auf die Kalorienzahl, wenn ich da was Größeres eingebe. Mein normaler Puls liegt dann immer so um die 60 rum. Ich habe einen ziemlich niedrigen Puls. Man kann dann auch, da war ich dann in der Stadt und habe dann was gegessen, einen Schnitzel wecken und kann sich dann ein Bild davon machen, also kann ein Bild dann von seinem Essen machen und das wird dann als Wabe hier
gezeigt. Sieht auch sehr schön aus, finde ich. Muss man dazu sagen. Was ich ganz praktisch finde, ist ein neuer Tag hier zum Beispiel. Heute der Montag, also Sonntagnacht habe ich es eingestellt gehabt. Und dann hatte mir die Temperatur angezeigt. Und jetzt habe ich es halt seit einem Tag und ich probiere es jetzt einfach mal aus, ob es gut funktioniert, ob man was damit anfangen kann. Weil ich das ganz cool finde mit dem Bewegungssensor. Und für heute waren dann 14 Grad. Okay, macht's nicht. 14 Grad angezeigt. Und ja. Hier, das ist alles das mit dem Radeln. Und kann da sein Gewicht einstellen. Dann gibt es noch so eine Sache, dass man hier, wie viel man getrunken hat. Das Witzige finde ich ist, dass es eine Animation ist, die sich so mitbewegt. Ja, so. Das finde ich sehr witzig. Also richtig gut gemacht, richtig schön. Habe jetzt heute schon 6 Gläser Wasser getrunken. Was kann man noch hinzufügen? Cup of Coffee klingt interessant und auch hier Workout. Ja, so und an sich finde ich jetzt mal, ist das die App quasi richtig gut dazu gemacht zu motivieren. Also es ist jetzt nicht, es gibt zwar die Funktion, dass man hier alles mit schön auf Facebook teilen und hier want to share with your friends und weiß nicht, ich finde das jetzt, ich mag dieses Social, diesen Social Shit von jedem Scheißdreck nicht. Finde das jetzt echt kacke, wenn jeder seine Sachen auf Facebook postet. Oh, ich bin heute 2 Kilometer gelaufen mit meinem Hund. Schön. Und dann noch 3 Bilder dazu von Scheißhaufen und dann passt das. Und das finde ich einfach so ein bisschen, na okay. Aber für einen selber finde ich das sehr praktisch. Ich finde die Idee, dass man einen zweiten kleinen Prozessor reinmacht, der zum Beispiel hier für Schritte zählen zuständig ist, sehr praktisch an sich die Idee und man kann jetzt dann halt hier ganz einfach dann sich anzeigen lassen, wie man das am Tag gemacht hat. Man kann das natürlich jetzt hier auch ein bisschen mehr gestalten, indem man das mal einfach, wie ich das jetzt versucht hatte mit dem Radfahren oder wenn ich joggen gehe, dass man das einfach mal einträgt. Man kann es aber halt auch ganz einfach so gestalten wie hier und sieht dann einfach, wie viele Schritte man an dem Tag gemacht hat. Die Genauigkeit, das kann ich nicht sagen, ob das jetzt, also es ist jetzt nicht so, dass man davon ausgehen kann, dass das jetzt hier perfekte Anzahl ist, von den Schritten her. Das denke ich nicht und ich denke auch nicht, dass das, das ist halt ein Richtwert, okay? Das ist jetzt nicht irgendwie, dass ich jetzt genau 2064 Kilokalorien verbraucht habe, sondern ich habe halt wahrscheinlich um die 2000 Kilokalorien verbraucht. Was ich noch dazu sagen will, ist quasi, man kann, das finde ich toll, wenn Apps sowas machen, hier schön der iOS 7 Look, das gefällt mir sehr, verschiedene Programme, also bis jetzt sind es hier 3, zum Beispiel heißt das hier Withings, da kann man sein Körpergewicht, meine ich, das kann ich jetzt auch mit dem, aber man kann die Daten von dieser App quasi in Argus importieren, finde ich praktisch sowas. Es gibt auch sowas wie, muss wieder zur Timeline, plus Heart Rate, die App hier zum Beispiel, da geht er gleich auf, das habe ich ein bisschen komisch gefunden, aber okay, gut, diese App, da kann man seinen Finger auf den Blitz heben und dann tut es mal kurz die Schläge pro Minute ausrechnen. Die App kostet halt was, aber das Coole ist einfach, dass man sich dann die Daten direkt in Argus importieren kann. Finde ich klasse sowas, dass es halt einfach funktioniert. Als Fazit über Argus ist von meiner Seite aus sehr interessante App. Mit dem M7 Prozessor sicher ganz klasse Sache. Und es gibt auch ganz viele andere Apps, also muss man jetzt nicht die nehmen, aber ich finde die einfach schön gestaltet, das mit den Waben macht das sehr schön und man hat da sehr viel Übersicht drüber. Die App war gratis, was ich sehr schön finde, werde es wahrscheinlich unten im Link im bekommen Dings verlinken. Alpha Centauri.
dir.